Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Bonusfolge von Let's Play Final Fantasy 13. So, in der letzten Folge habe ich angefangen, hier im Datenlog schon ein bisschen was vorzulesen aus den Kapiteln, also sprich die Geschichte. Und wir sind bei Kapitel 5 stehen geblieben. Dann wollen wir hier doch mal weitermachen. Der Sinneswandel. Okay, der Sinneswandel. Ja, dieser Ort. Ja, stimmt, ich erinnere mich wieder. Ja, Lightning und Hope haben beschlossen, sich mit ihrem fremdbestimmten Schicksal abzufinden und sich gegen das Sanktum zu wehren. Auf ihrem persönlichen Feldzug erreichen sie den Lichterwald von Gabra. Ihre Verfolger haben sie zwar abgehängt, doch der Gabra-Lichterwald wird vom Sanktum kontrolliert und eine Begegnung mit feindlichen Soldaten ist somit wahrscheinlich. Ach, das sollte in Wald gewesen sein damals. Okay, gut. Ich habe mich aber, als wir in diesem Wald gewesen sind, habe ich mich mehr... Also ich dachte mehr, wir sind irgendwo drinne als draußen. Oder ist dieser Wald drin gewesen? Egal. Ihre Verfolger haben sie zwar abgehängt, doch der Gabra-Lichterwald wird vom Sanktum kontrolliert und eine Begegnung mit feindlichen Soldaten ist somit wahrscheinlich. Ach stimmt, das hatte ich schon vorgelesen. Aller Gefahr zum Trotz müssen sie den Gabra-Lichterwald durchqueren, um zum Kapitol Eden, der Hauptstadt des Sanktums, zu gelangen. Nachdem Odin erschienen war, als sie Hope zurücklassen wollte, hatte Lightning beschlossen, für Hope mitzukämpfen und ihn zu beschützen. Doch nicht nur ihre Einstellung hat sich geändert. Hope, der bisher auf Lightnings Hilfe angewiesen war, möchte nun selbst die Führung übernehmen. Lightning erkennt die Entschlossenheit in seinen Augen und überlässt ihm den Vortritt. Ein Messer zur Verwahrung. Aha. Auf seinen eigenen Wunsch hin hat Hope die Vorhut übernommen und nun führt er Lightning durch den Lichterwald von Gabra. Hope möchte stark werden in den Kämpfen, die er an Lightnings Seite gegen das Sanktum bestehen muss. Hofft er, Erfahrungen zu sammeln und stärker zu werden. Er muss Furcht und Mitleid überwinden. Wenn er Schwäche zeigt, so fürchtet er, könnte Lightning ihn zurücklassen. Es ist nicht so, dass er keine Angst hätte, doch er überspielt sie und tritt entschlossen auf. Lightning ist von Hopes Wandel beeindruckt und gibt ihm ein Messer als Glücksbringer. Es ist jedoch nur zur Verwahrung. Irgendwann soll er es ihr zurückgeben. Eine Lücke im Netz. Eine Patrouille des Wald und Forst fliegt über Lightning und Hope hinweg. Merkwürdigerweise wirken die Soldaten nicht sehr alarmiert. Lightning, die sich in militärischen Dingen auskennt, analysiert die Situation. Aus der nachlässigen Überwachung schließt sie, dass die Soldaten noch nicht wissen, dass sich Lissy in diesem Gebiet befinden. Vermutlich hält das Psycom Informationen zurück, um sein Versagen zu vertuschen. Das Psycom, das direkt dem Sanktum unterstellt ist, blickt gewöhnlich auf andere Einheiten herab. Sein elitäres Gehabe sorgt für eine Lücke im Überwachungsnetz. Unter diesen Umständen sollte es möglich sein, den Gabra-Lichterwald unbemerkt zu durchqueren und problemlos zum Kapitol Eden zu gelangen. Wendet sich für die vom Pech Verfolgten nun endlich das Blatt zum Glück? Die Bedeutung von Nora. Da das Psycom Informationen zurückhält, ist die Überwachung in Gabra-Lichterwald eher fahrlässig und lückenhaft. Lightning und Hope gönnen sich eine kurze Pause und lassen ihre Gedanken zu den anderen sich schweifen. Ob Sass und Vanille noch auf der Flucht sind? Was ist wohl aus Snow geworden? Überraschend fragt Hope, warum die Gruppe, die Snow anführt, Nora heißt. Von dieser Frage etwas irritiert, antwortet ihm Lightning, dass Nora ein Akronym für Nieder mit Obligationen, Regeln und Autorität ist. Es beschreibt den Wunsch nach einem freien, ungebundenen, man könnte auch sagen, nach einem unverantwortlichen Leben. Hopes Miene verfinstert sich. Seine Irritation steht ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Eilig durchschreitet er das Tor
auf der Suche nach einem Feind, an dem er seine Entrüstung und seinen Zorn abreagieren kann. Reue und Zorn. Lightning stellt Hope zur Rede und erfährt endlich, was zwischen ihm und Snow los ist. Bei dem Aufstand gegen die Purgation verlor Hope seine Mutter, wofür er Snow die Schuld gibt. Verbitterung und Zorn haben sich in sein Herz eingebrannt. Es hat sich Lightning angeschlossen, um im Kampf gegen das Sanktum stärker zu werden und irgendwann Snow herausfordern zu können. Die Klinge in Hopes Hand blitzt gefährlich auf. Wird das Messer, das Lightning ihm als Glücksbringer gab, eines Tages zur Vollstreckungswaffe seiner Vergeltung? Dunkle Erinnerungen steigen in Lightning auf. An ihrem Geburtstag erfuhr sie von ihrer Schwester Sarah die Wahrheit, dass Sarah zu einer Lassie geworden war. Doch Lightning wollte ihrer Schwester nicht glauben und wies sie mit herzlosen, spöttischen Worten zurück. Als sie erfuhr, dass Sarah die Wahrheit gesprochen hatte, war es bereits zu spät. Zurück blieb an jedem Tag nur Sarahs Geburtstagsgeschenk. Das Messer, das für Lightning zum Sinnbild ihrer Reue geworden ist. Operation Nora. Als Hope sich mitfühlend den toten Soldaten nähert, ruft ihn Lightning schroff zurück. Ihr Weg, den sie beide gewählt haben, ist der Weg des Kampfes. Sie werden viele Soldaten bekämpfen und ausschalten müssen, wenn sie nicht ihr eigenes Leben verlieren wollen. Dann dürfen sie sich kein Mitgefühl erlauben. Lightning erklärt Hope, wie er seine Zweifel überwinden kann. Er soll sich auf sein Ziel konzentrieren und alles andere ausblenden. Dieser Überlebensstrategie gibt Hope den Namen Operation Nora. In Gedanken an seine tote Mutter und als Versprechen Snow zur Rechenschaft zu ziehen, er weiß, dass Rache seine Mutter nicht zurückbringen wird. Doch er kann einfach nicht anders. Lightning erkennt, dass sie einen Fehler begangen hat. Sie wollte Hope Mut machen und ihm seine Zweifel nehmen, damit er überlebt. Doch sie hat ihn nur darin bestärkt, seine Rache vollenden zu wollen und damit in noch größere Gefahr gebracht. Das Rad dreht sich. Operation Nora. Die Rache für den Tod seiner Mutter ist für Hope zum einzigen Lebensinhalt geworden. Lightning fühlt sich dafür verantwortlich, dass sie Hope auch noch in seinem Wahn bestärkt hat. Doch sie weiß nicht, was sie ihn davon abbringen soll. Sein Kampfgeist hält Hope aufrecht. Wenn sie ihn von Kämpfen abhielte, könnte er seinen Lebenswillen verlieren. Entgegen ihres ursprünglichen Plans beschließt Lightning, Hopes Zuhause in Palumpolum einen Besuch abzustatten. Zur gleichen Zeit muss Snow eine schwierige Entscheidung treffen. Soll er das Jagdgeschwader unter dem Kommando der Brigadegeneral Sid Rains bei der Suche nach dem Postlessie unterstützen? Trotz einiger Zweifel entscheidet er sich dafür. Was geht bloß in Snow vor, der doch geschworen hat, Cocoon zu beschützen? Sass und Vanill haben endlich Pissville durchquert und erreichen eine wunderschöne Gegend voll himmlischer Natur. Das ist, glaube ich, diese grüne Wiese gewesen, ne? Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Im Schatten der Bäume, oh, Kapitel 6. Hat nur 4 Titel, okay. Im Schatten der Bäume. Ah, da, stimmt, dieser Ort ist das gewesen, richtig, ja. Das ist für mich mehr ein Wald gewesen, als da, wo Lightning und Hope gewesen sind. Aber okay. Auf ihrer ziellosen Flucht sehen Sass und Vanille Luftschiffe der Armee über sich hinwegfliegen. Aus der Figurrichtung schließen sie, dass die Luftschiffe unterwegs nach Palumpolum sind. Ob Lightning und Hope etwa entdeckt wurden? Sie machen sich Sorgen um die beiden. Doch andererseits haben sie Angst, sich mit dem Militär anzulegen. Sie können ihre Gefährten doch nicht im Stich lassen, oder? Da es Sass sichtlich schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen, übernimmt Vanille die Initiative und schlägt vor, weiter zu fliehen. Erleichtert geht Sass auf ihren Vorschlag ein. Um sich möglichst weit vom Militär zu entfernen, wollen sie die entgegengesetzte Richtung von Palumpolum fliehen. Zur Vergnügungsakologie Nautilus. Stimmt, da kamen wir ja erst hin, bevor wir auf diese grüne Wiese gekommen sind. Oh, ich bin durcheinander gewesen. Mit leichtfüßigen, tanzenden Schritten übernimmt Vanille die Führung
durch den Auenwald von Sunleth, keine Ahnung, Vater und Sohn. Das und Vanille sind weiterhin auf der Flucht durch den Auenwald von Sunleth, da die Soldaten ihre Aufmerksamkeit auf Palumpolum zu konzentrieren scheinen, fliehen sie in die entgegengesetzte Richtung. Vanille fragt Sass nach seiner Familie, woraufhin Sass an seinen Sohn Dash denken muss. Dash. Sie waren gemeinsam in Bodhum bei dem Feuerwerk, das den Abendhimmel in prächtige Farben färbte. Dash machte sich große Sorgen um seinen Vater, der zwar versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, doch innerlich große Qualen litt. Diese Qualen plagten Sass bis heute, doch was genau ist der Grund dafür und was hat das Psycom mit seinem Sohn zu schaffen? Ich kann mich noch an diese Szene erinnern. Verfeindete Lassie. Sass öffnet sich und erzählt die Wahrheit über das Schicksal seines Sohnes. Als Puss Lassie in das Kraftwerk in der Öride Klam eindrangen, erwähnte ein Sanctum Forsi den zufällig anwesenden Dash zu seinem Lassie. Seit diesem Zwischenfall befindet sich Dash in Gewahrsam des Sanctums. Seit Sass von einem Puss Forsi erwählt wurde, sind Vater und Sohn beide Lassie, jedoch von verfeindeten Forsi. Seit er zu einem Lassie wurde, hat Dash die Fähigkeit, Schwingungen aus Puss zu spüren und somit Subjekte aus Puss zu orten. Er war es auch, der den Puss Forsi in der Nähe von Bodhum aufspürte, doch seine Bestimmung war unklar. Sass ging davon aus, dass sein Sohn den Puss Forsi vernichten müsste, wozu Dash allerdings viel zu schwach war. Daher entschloss sich Sass, für seinen Sohn, den Forsi, zu vernichten, in der Hoffnung, damit die Bestimmung seines Sohnes zu erfüllen. Ob Dash, jetzt da der Forsi vernichtet wurde, zu einem Kristall geworden ist, so wie Sarah? Vielleicht musste Dash nicht den Forsi vernichten, sondern dessen Lassie. In dem Fall müssten Sass und die anderen Lassie sterben. Oder Dash würde zu einem Seath werden. Gott, stell dir mal vor, dein Kind, du spielst mit dem Gedanken, dass dein Kind irgendwann ein Monster werden könnte, weil er seine, in Anführungszeichen, Bestimmung nicht erfüllt. Gott. Das Unglück nimmt seinen Lauf. Alles begann mit dem Zwischenfall in der Öride Klam, als sich feindliche Postlessie in das dortige Kraftwerk einschlichen. Als Gegenmaßnahme wurde Dash von einem Sanctum Forsi zu einem Lassie erwählt. Mit seinen neuen Fähigkeiten als Lassie spürte Dash den Puss Forsi in der Nähe von Bodhum auf, was wiederum die Purgation zur Folge hatte. Der Zwischenfall in der Öride Klam war der Auftakt des Dramas, das ganz Cocoon erschütterte und das Schicksal des der Lassie scheidend prägte. Meine Güte. Hätte das Drama verhindert werden können, wenn dieser Zwischenfall nicht geschehen wäre? Nun jedenfalls ist es zu spät. Was geschehen ist, lässt sich nicht ungeschehen machen. Sass und Vanille verschließen die Augen vor der grausamen Realität und fliehen in Richtung der Vergnügungsarkologie Nautilus. Doch über ihnen brauen sich dunkle Wolken zusammen. Lightning und Hope sind unterwegs zur Hauptstadt Cocoons, doch auch sie erwartet ein finsterer Sturm. Kapitel 7: Erhöhte Alarmbereitschaft. Das Militär bietet alle Kräfte gegen die Lassie auf, um den Frieden und die Sicherheit von Cocoon zu bewahren. Das Psycom stellt seinen Stolz als Eliteeinheit zurück und lässt sich dazu herab, mit der Schutzguard zusammenzuarbeiten. Unter dem Oberbefehl vom Psycom-Kommandant Roche beziehen ihre vereinigten Streitkräfte in und um Palumpolum Stellung. Lightning hat eigentlich vor, von Palumpolum aus mit dem Zug nach Eden zu fahren, doch sie überkommen Zweifel. Sie hat Skrupel, Hope in diesen Kampf mit hineinzuziehen und ihn damit Hass und Leid auszusetzen. Sie bereut, dass sie Hope in seinen Kampf
des Willen auch noch bestärkt hat. Hope hingegen kann es gar nicht erwarten, das Sanctum und Snow für den Tod seiner Mutter büßen zu lassen. Er brennt darauf, Operation Nora in die Tat umzusetzen. Um an den Wachen vorbeizukommen und in die Stadt zu gelangen, führt Hope Lightning zu einem Tunneleingang. Genau, an diesen Ort kann ich mich auch noch erinnern. Der Weg durch den Untergrund. Ich bin hier gerade maximal abgelenkt, weil mein Nachbar gerade am Hämmern ist. Scheint wohl irgendein Regal aufzuhängen. Auf jeden Fall lenkt mich das so ein bisschen ab. Also ich höre nur ein kleines bisschen was, aber es lenkt mich ab. Unter dem Oberbefehl von Kommandant Rush kooperieren das Psycom und die Schutzguard. Unter allen Umständen wollen sie ein Eindringen der Lassie in die Küstenstadt Palumpolum verhindern. Um die strenge Überwachung unbemerkt zu passieren, dringen Lightning und Hope unterirdisch ins Innere der Stadt vor. In der Stadt hoffen sie einen Weg zu finden, wie sie zum Kapitol Eden gelangen können. Hope brennt darauf, Operation Nora in die Tat umzusetzen und sich an den Sanctum und an Snow für den Tod seiner Mutter zu rächen. Wenn er seine Bestimmung nicht erfüllt, wird er zu einem Seed werden. Er weiß nicht, wie viel Zeit ihm bleibt, doch solange er kann, will er kämpfen. Auch wenn der Weg dunkel und kein Ausgang in Sicht ist, will er beherzt voranschreiten, meine Güte. Lightning betrachtet Hopes Entschlossenheit mit Sorge. Mit ihren unbedachten Worten wollte sie Hope Mut machen. Doch sie hat seine Rachegelüste bestärkt und ihn damit in noch größere Gefahr gebracht. Lightning fühlt sich für Hope verantwortlich. Sie muss ihn beschützen. Eine hoffnungslose Zukunft. Im Cocoon werden die Menschen von den Fauci mit allem Nötigen versorgt und wie Haustiere gehalten. Lightning wird klar, wie sehr das ihr Leben geprägt hat. Sie wuchs in einer sicheren, wohlbehüteten Umgebung auf. Ohne je darüber nachzudenken, war ihr ganzes Leben abhängig von den Fauci. Ihre Verwandlung in eine Postlessy bedeutete gleichzeitig ihre Verbannung aus dieser heilen Welt. Wie ein von den Eltern verstoßenes Kind verlor sie jeglichen Halt. Ihre Heimat wurde ihr zum Feind. Ihre Schwester wurde ihr geraubt. Sie selbst blickt einem ungewissen Schicksal entgegen. All dies erfüllt sie mit Trauer, Zorn und Verzweiflung. Doch da eine Zukunft ohne Hoffnung unerträglich ist, hat sich Lightning ein Ziel gesetzt. Sie hat das Sanctum zu ihrem Feind erklärt und wirft sich mit voller Kraft in den Kampf. Auf ihre Art versucht sie, der Wirklichkeit zu entfliehen. Hope geht es ähnlich, indem er sich voll und ganz auf seine Rache konzentriert. Drängt er die Wirklichkeit in den Hintergrund. Operation Nora aufzugeben, so wie Lightning es ihm rät, ist für ihn ausgeschlossen. Ohne seine Rache, was blieb ihm da noch? Beide Lassie blicken einer hoffnungslosen Zukunft entgegen. Das Wiedersehen mit dem Erzfeind. Ich glaube, wir sehen jetzt Snow wieder, oder? Lightning weiß, dass Hope von Hass auf Snow erfüllt ist. Doch um Hope in Sicherheit zu bringen, ist sie auf Snows Hilfe angewiesen. Sie gibt Hope in Snows Obhut und versucht, die Soldaten von den beiden abzulenken. Wenigstens Hopes Leben will sie retten, auch wenn sie dafür ihr eigenes Leben opfern musste. Hope ist völlig überrumpelt. Noch verwirrender als Snows plötzliches Auftauchen ist seine abenteuerliche Geschichte, dass das Jagdgeschwader die Lassie unterstützen und gegen das Sanctum arbeiten würde. Hope glaubt die Geschichte nicht zurecht. Und sie ist ihm auch egal. Sein Erzfeind, der für den Tod seiner Mutter verantwortlich ist, steht endlich vor ihm. Rache wird seine Mutter nicht zurückbringen, aber nur mit Worten kann er ihren Tod nicht sühnen. Entschlossen greift er nach dem Messer, das er von Lightning bekommen hat. Keine Vergebung. Kommandant Rush, der die Operation gegen die Lassie in Palumpolum befehligt, ordnet eine Ausweitung der Maßnahmen an und hebt sämtliche Waffenbeschränkungen auf. Dann nimmt
Damit nimmt er Tote und Verletzte unter der Bevölkerung in Kauf, da die Evakuierung noch nicht abgeschlossen werden konnte. Doch er weiß, wenn sie die Lassie nicht aufhalten wird, wird ganz Cocoon von Panik erfasst und ins Chaos gestürzt werden. Unzählige Opfer wären die Folge. Die Lassie, die in zwei Gruppen unterwegs sind, beschließen, sich bei Hope zu Hause zu treffen. Hope brennt innerlich vor Rachengelüsten. Ohne es zu ahnen, stichelt Snow mit unbedachten Worten in Hopes Wunde. Für Hope sieht es so aus, als erinnere Snow sich nicht daran, dass er Hopes Mutter in den Tod führte. Hope kann ihm nicht vergeben. Lightnings warnende Worte werden von einem Störsender unterdrückt. Die Lassie aus Grand Pulse. Den Ort, den die Bürger Cocoons als Unterwelt bezeichnen und den sie als Hölle fürchten, wird von Fang Grand Pulse genannt. Unterwegs zu Hopes Zuhause fragt Lightning Fang nach ihrer Vergangenheit. Fang erzählt, dass sie nicht aus Cocoon stammt, sondern auf Grand Pulse geboren wurde. Dort wurde sie zur Lassie, erfüllte ihre Bestimmung und erstarrte zu Kristall. Als sie aus ihrer Kristallstarre erwachte, befand sie sich in Cocoon. Wie sie dorthin gekommen war, weiß sie nicht. Außerdem erzählt Fang, dass auch Vanill eine Lassie aus Pulse ist. Zur selben Zeit beobachteten Snow und Hope, wie einige Bürger der Stadt von dem Militär evakuiert werden. Snow fürchtet, dass sie zu Opfern der Purgation werden und plant, sie zu befreien. Snow ist zuversichtlich und guter Dinge, was Hope nach wie vor irritiert. Wie kann ein Lassie, für den es keine Zukunft gibt, nur so fröhlich sein? Hope hat dafür kein Verständnis und wartet auf den Moment der Rache. Feindliche Gesinnung. Snow durchschaut die kaltblütige Pläne des Militärs. Ihr oberstes Ziel ist nicht der Schutz der Bevölkerung, sondern die Eliminierung der Lassie. Dem Militär ist es egal, wie viele Zivilisten sterben, solange die Lassie erledigt werden. Snow versucht, die Menschen einzuschüchtern und zu vertreiben, damit sie nicht in Kämpfe verwickelt werden. Auf diese Weise hofft er, die Menschen zu schützen. Doch seine gute Absicht wird missverstanden. Ein Mob bedroht ihn und Hope, blanker Hass, schlägt ihnen entgegen. Die Menschen wollen ihre Heimat Cocoon verteidigen. Sie hassen die Unterwelt und die Lassie. Von allen verabscheut zu werden, verstärkt Hopes Hoffnungslosigkeit. Er glaubt nicht, dass es Rettung für sie gibt, auch nicht bei ihm zu Hause. Seine Mutter Nora, die ihn stets beschützt hatte, ist nicht mehr bei ihm. Sie starb und Snow ist schuld an ihrem Tod. Ich kann's nicht mehr lesen. Rache. Endlich ist die Zeit der Rache gekommen. Hopes lang gehegter Hass auf Snow entlädt sich in einem Ausbruch magischer Energie, die Snow unbarmherzig trifft. Doch als Hope mit seinem Messer zum Todesstoß ansetzt, wird er selbst von einer Explosion in die Tiefe geschleudert. In diesem entscheidenden Moment zögert Snow keine Sekunde. Er hat Noras letzten Wunsch nicht vergessen, um ihren Sohn Hope zu retten. Stürzt er sich mit ihm in den Abgrund. Von diesem tragischen Zwischenfall nichts ahnend, setzt Fang ihre Geschichte fort. Als sie und Vanill aus ihrer Kristallstarre erwachten, hatten sie ihre Erinnerungen verloren. Auf der Suche nach Hinweisen schlichen sie sich in das Kraftwerk in der Uride Clam. Fang wollte unbedingt ihre Bestimmung in Erfahrung bringen, um Vanill vor einem Ende als Seath zu bewahren und um zu verhindern, dass noch mehr Unschuldige zu Lassie gemacht würden. So wie es mit Sarah geschehen war. Lightning hört Fangs Geschichte mit gemischten Gefühlen, denn sie bedeutet, dass Fang für Sarahs Schicksal mitverantwortlich ist,
aber auch, dass Sarah eines Tages aus ihrer Kristallstarre erwachen könnte. Okay. Ja, dann habe ich das hier jetzt auch schon mal besser verstanden. Ihr denkt jetzt vermutlich, dass ich in diesem Let's Play nicht so ganz bei der Sache gewesen bin. Aber ich wusste bis eben nicht, dass, oh mein Gott, ich traue mich das schon gar nicht auszusprechen. Ich wusste bis eben nicht, dass Fang und Vanille selbst in Kristall verwandelt gewesen waren. Ich dachte nur, dass die aus Grand Pose gekommen sind. Ei, ups. Dann ist das hier doch gar nicht mal so schlecht gewesen, dass ich das hier nochmal alles durchgehe. Und wenn ich das Spiel nochmal für mich selbst spiele, dann sehe ich das vielleicht dann auch nochmal aus einem anderen Winkel, also mit eigenen Augen dann nochmal, wo die Pausen dann auch nicht so lang sind. Die wiedergewonnene Hoffnung. Genauso wie sich die Menschen in Cocoon vor der Unterwelt fürchten, so fürchteten sich auch umgekehrt die Menschen in Fangs Heimat Grand Pose vor Cocoon. Lightning und Fang entdeckten ihre Gemeinsamkeiten. Sie beide wuchsen in Furcht vor der Heimat der anderen auf. Beide sind mit einem Lassie-Stigma gekennzeichnet. Beide sind sich unklar über ihre Bestimmung und schließlich werden beide von Sanctum verfolgt. Der Unterschied zwischen ihnen ist, dass Fang nie die Hoffnung aufgegeben hat. Sie träumt davon, Vanille zu finden, ihre Bestimmung zu erfüllen und zusammen mit ihr in ihre Heimat zurückzukehren. Lightning hatte bereits die Hoffnung verloren, doch Fangs Worte machen ihr Mut. Sie möchte daran glauben, dass Sarah eines Tages aus ihrer Kristallstarre erwacht. Lightning gewinnt die Hoffnung zurück, dass sie ihre Schwester wiedersehen wird. Plötzlich werden ihre Gedanken von einer lauten Explosion unterbrochen. Ob Hope und Snow in Gefahr sind? Liebe und Hass. Snow hat mit seinem eigenen Körper Hopes Aufprall abgefedert. Ja, an diese Szene erinnere ich mich noch. Schwer verletzt hebt er Hope auf seine Schultern und trägt ihn schwankend weiter. Der sonst so gut gelaunte Snow wird von Schuldgefühlen übermannt. Er gibt Hope sein Messer zurück und liefert sich ihm damit schutzlos aus. Sein Rücken ist ungedeckt. Mit einem Stich könnte Hope seine Mutter rächen und damit sein lang geegtes Ziel erfüllen. Doch Hope zögert. Seine Mutter wird nicht wieder lebendig, auch wenn er Snow tötet. Das war ihm von Anfang an klar. Doch er brauchte ein Ziel, an das er sich klammern konnte. Er hat nicht für die Rache gelebt, sondern die Rache hat ihn an Leben gehalten. In gewisser Weise hat er dank Snows Dasein überlebt. Ohne Snow hätte er sich aufgegeben. Als Lightning und Fang auftauchten, gibt Hope das Messer an Lightning zurück und verkündet das Ende der Operation Nora. Gemeinsam erreichen sie Hopes Zuhause, wo Hope seinem Vater die schlechte Nachricht von Noras Tod überbringt. Eine vertrackte Situation. Für Lightning ist das Messer, das sie von Sarah zum Geburtstag bekommen hat, eine ständige Erinnerung an ihr schändliches Verhalten, weil sie ihrer Schwester nicht glaubte, eine Lassie geworden zu sein. Geriet Sarah in die Fänge des Fauces und Lightning wurde bei dem Versuch, ihre Schwester zu retten, selbst zu einer Lassie. Ein Grund, warum sich Lightning so wild entschlossen in den Kampf warf, war ihr Verlangen nach Vergessen und Vergebung für ihr Versagen. Doch nun erkennt sie ihre eigene Schwäche. Kleinlaut entschuldigt sie sich bei dem schwer verletzten Snow, der immer an Sarah geglaubt hatte. Die Spannung zwischen den Lassie sind, was? Ich muss das nochmal lesen. Die Spannungen zwischen den Lassie sind verflogen, doch die Situation bleibt vertrackt und gefährlich. Snow vertritt die Meinung, dass sie das Sanctum in die Knie zwingen müssen. Doch Hopes Vater, Bartholomew, wie auch immer, gibt zu bedenken, dass sie damit Panik in der Bevölkerung auslösen würde. Die Menschen würden in ihrer Angst zu den Waffen greifen und Cocoon würde im Chaos versinken.
Bevor sie zu einer Entscheidung kommen, wird das Haus von einer Psycom-Einheit gestürmt. Um seinen Vater und den verletzten Snow zu beschützen, stellt sich Hope den Angreifern entgegen. Aufbruchsstimmung. Kommandant Rush konfrontiert Delissy mit der aktuellen Situation. Die Purgation und die Jagd auf Delissy geschehen nicht nach dem Willen der Forci oder des Sanktums, sondern nach dem Willen des Volkes. Die Menschen fürchteten sich vor der Unterwelt und verlangten die Vernichtung der Delissy. Wenn die Delissy nicht eliminiert würden, versenkte ganz Cocoon im Chaos. Sollte Rush recht haben, dann ist nicht allein das Sanktum der Feind der Delissy, sondern dahinter stünden die Millionen Bürger von Cocoon. So oder so gilt es, zu überleben. Hope, der seine Rachengedanken überwunden hat, setzt sich ein neues Ziel. Ihn überkommt Aufbruchsstimmung. Er will den Hass der Menschen und die Willkür der Forci hinter sich lassen und nach einer lebenswerten Zukunft streben. Er verabschiedet sich von seinem Vater, besteigt das Luftschiff des zur Hilfe geeilten Jagdgeschwaders und kehrt seiner Heimat den Rücken. Zwei Delissy sind noch immer auf der Flucht. Die vom Schicksal getrieben erreichen Zaz und Vanil die Vergnügungsarkologie Nautilus. Ja, die Nautilus. So, Kapitel 8. Die Vergnügungsarkologie. Genau. Der hat mich immer so ein. Hat mich so ein bisschen an den Gold Saucer erinnert von Final Fantasy VII. Nautilus, Cocoons größte Vergnügungsarkologie, ist ein beliebtes touristisches Ziel. Zaz und Vanil hoffen, dass sie unter den vielen Touristen nicht weiter auffallen und vom Militär unentdeckt bleiben. Zaz Stimmung ist nach wie vor düster. Sein Sohn Dash wurde in dem Zwischenfall in der Uride Clam zu einem Sanctum Delissy. Als Zaz dann zu einem Post Delissy wurde, wurden Vater und Sohn zu natürlichen Feinden. Zurzeit befindet sich Dash in Gewahrsam des Psycoms, doch Zaz hat keine Ahnung, wie es seinem Sohn geht. Wenn es Zaz Bestimmung war, den Post Delissy zu vernichten, dann ist er vielleicht bereits zu Kristall erstarrt. Doch wenn es seine Bestimmung ist, die Post-Delissy zu vernichten, was dann? In dem Fall müssen Zaz und die anderen Post-Delissy sterben. Oder Dash wird irgendwann zu einem Seath. Seit Zaz Vanil von seinem Sohn erzählt hat, meint er in ihren Augen eine tiefe Traurigkeit zu erkennen. Ihn beschleicht ein ungutes Gefühl. Ein unausweichliches Ende. In Nautilus werden oft öffentlich Nachrichten über die Kämpfe im Palumpolum gezeigt. Auf den Bildern erkennt Vanil ihre Freundin Fang, von der sie im Kraftwerk in der Uride Clam getrennt wurde. Doch der Anblick ihrer Freundin bereitet Vanil keine Freude. Denn in Gedanken ist sie viel zu sehr mit Zaz und dem Schicksal seines Sohnes beschäftigt. Ich muss gerade ein bisschen über mich selbst lachen, weil ich auf einmal so Probleme hatte, dieses Wort vorzulesen, obwohl ich es schon 10-mal vorgelesen habe. Oh. Sein Sohn Dash ist ein Sanctum Delissy und damit ein natürlicher Feind der Post Delissy. Auch von Zaz. Vanil weiß, dass sie dafür verantwortlich ist. Weil Vanil und Fang in das Kraftwerk in der Uride Clam eindrangen, wurde Dash zu einem Delissy. Vanils Herz verkrampft sich. Zaz, der nichts von der Wahrheit weiß, versucht Vanil aufzumuntern, doch das macht es ihr noch schwerer. Bald beginnt die große Parade. Vanil hofft, dass die Parade sie kurzfristig ablenken und ihr Trost spenden wird. Doch sie hat Angst, was danach geschehen wird. Sie spürt, dass ein schreckliches Ende unausweichlich bevorsteht. Pompa Sancta! Pompa Sancta, die spektakuläre Esper-Parade. Genau, da haben wir auch Ifrit gesehen, ne? Erzählt die Geschichte des Kampfes zwischen Pos und Cocoon. Der finstere Poslessy trachtet
nach der Zerstörung Cocoons, als sich ihm Delicy und Fawzi aus Cocoon in den Weg stellen. Verwandelt er sich in ein gewaltiges Ungeheuer, das Zers und Vanille an Ragnarok erinnert. So wie sie ihn in ihrer Vision gesehen haben. Es kommt zur Entscheidungsschlacht, die der Postlessy nach erbitterem Kampf letztendlich verliert. Auf Zers und Vanille wirkt die Szene wie eine Prophezeiung ihres eigenen Schicksals. Die Parade bringt ihnen weder Ablenkung noch Trost, sondern führt ihnen die bittere Realität vor Augen. Nach der Parade machen sich die beiden auf zum Nautilus Park. Vanille ist entschlossen, Zers die Wahrheit zu sagen, nämlich, dass sie für das Schicksal seines Sohnes Dash verantwortlich ist. Doch sie zögert den Moment noch etwas hinaus. Auch in Zers reift ein Entschluss, denn er ist es leid, wegzulaufen. Beide ahnen, dass ihr Abschied bald bevorsteht, doch noch wollen sie sich nichts anmerken lassen. Das Ende der Flucht. Zers ist von der hoffnungslosen Flucht erschöpft. Er will und kann nicht mehr weiter. Um seinen Sohn Dash wenigstens noch einmal zu sehen, will er sich dem Psycom stellen. Er weiß, dass er mit Sicherheit hingerichtet wird. Doch wenn er Dash noch einmal sehen und ihm von den Chocobos erzählen kann, dann ist ihm das genug. Vanille will nicht, dass Zers stirbt und versucht verzweifelt, ihn von seinem Vorhaben abzuhalten. Sie versucht ihm einzureden, dass er seinen Sohn rächen muss. Sie will ihm sagen, dass sie den Zwischenfall in der Uride Clam verursacht hat und damit für Dash Schicksal verantwortlich ist. Sie ringt nach den passenden Worten, als plötzlich Soldaten das Feuer eröffneten. Zers und Vanille flüchten. Zers will sich zwar stellen, doch erst, wenn er Vanille in Sicherheit gebracht hat. Die Wahrheit über Irid. Als Dash zu einem Sanctum Lassie wurde, erlangte er die Fähigkeit, Pulse-Schwingungen zu spüren. Damit war er in der Lage, den Pulse-Fossi aufzuspüren, der Jahrhunderte in der Nähe von Bodhum verborgen gelegen hatte. Die ganze Zeit über wusste Zers nicht, was genau die Bestimmung seines Sohnes ist. Doch nun erfährt er es auf die denkbar grausamste Art und Weise. Als Zers seinen Sohn endlich wieder in die Arme nimmt, verwandelt sich Dash in einen Kristall. Seine Bestimmung war es, einen der Postlessy aufzuspüren, sodass er gefangen genommen werden kann. Oberstleutnant Jill Nabat betritt die Bühne und zeigt dem entsetzten Zers Aufnahmen aus dem Kraftwerk in der Uride Clam. Auf den Bildern sind deutlich die Postlessy zu erkennen, die für den Zwischenfall in der Uride Clam und für Dash Schicksal verantwortlich sind. Fang und Vanille. Verzweifelt flieht Vanille. Zers verfolgt sie. Nabat gibt Befehl, die beiden nicht aufzuhalten. Sie ist gespannt auf einen Kampf zwischen Lassie und will sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, wertvolle Daten zu sammeln. Die Esper Brunhildur. Brunhildur, ich habe die immer Brunhilde genannt. Naja, gut, ich habe sie auch nur ein oder zweimal beschworen im Let's Play. Zers hat seinen Lebenswillen verloren. Sein geliebter Sohn, Dash, hat sich vor seinen Augen in einen Kristall verwandelt. Nichts ist ihm geblieben, wofür es sich zu leben lohnt. Er weiß, dass Vanille für das Schicksal seines Sohnes verantwortlich ist. Doch sie zu töten, bringt Dash nicht zurück. Zers ist am Boden zerstört. Plötzlich glüht sein Stigma auf und die Esper Brunhildur erscheint. Zers macht keine Anstalten zu fliehen. Für ihn ist der Tod eine willkommene Erlösung. Doch Vanille will seinen Tod nicht zulassen. Entschlossen, ihn zu beschützen, stellt sie sich der Esper in den Weg. Als Brunhildur besiegt ist, richtet Zers seine Pistole auf Vanille, doch er ist außerstande abzudrücken. Stattdessen richtet er seine Waffen gegen sich selbst. Das Psycom nimmt Vanille gefangen und führt sie ab, während Zers auf einer Bahre abtransportiert wird. Die Postlessy sollen nach Eden gebracht werden,
wo sie der Öffentlichkeit in besonderer Weise präsentiert werden sollen. Okay. Und dann vermutlich hingerichtet. So, Kapitel 9. Kapitel 9 bis 13 werden wir in der nächsten Bonusfolge durchgehen. Ich werde dann auch hier an dieser Stelle jetzt diese Bonusfolge beenden und bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.